freue mich, bei JBL etwas über ein absonderliches Thema, Huminstoffe, erzählen zu dürfen. Ich denke, als Sie das Thema gehört haben, werden Sie gesagt haben, was soll dieser absonderliche Kram? Ich kenne das nicht. Ich wette mit Ihnen, jeder, auch die da hinten, die jetzt nicht zuhören, kennen das Zeug. Es ist dieser braune Stoff, der im Boden ist, der im Gewässer ist, überall vorhanden ist. Und ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder. Huminstoffe sind überall, selbst in der Luft. Ganz einfach, es gibt kein einziges Gewässer, was keine Huminstoffe enthält. Hier ein paar Bilder aus der Arktis, aus Kanada, aus Sibirien. Dort, wo wir gemeinsam mit JBL gewesen sind, in den Tropen oder Subtropen in Vietnam. Oben selbst in dieser weißen Wüste, in den Dünen am südchinesischen Meer, huminstoffreiche Gewässer. Der Pointer geht nicht, aber das ist ein Bild, was ich unter Wasser geschossen habe. Sie sehen braunes Wasser überall. Und jetzt ein paar Bilder aus Südamerika. Das war die Ecke, wo ich am liebsten gearbeitet habe. Hier die Lagunen im Staat Rio de Janeiro bei Macaé. Und sie haben relativ viele Huminstoffe. Schauen Sie hier, der Pointer geht nicht, deshalb muss ich hergehen. 40 Milligramm organischen Kohlenstoff. Unsere Gewässer, wenn Sie so einen normalen See anschauen, hat er vielleicht 5 bis 10 Milligramm. Und das ist nur eine Lagune mit sehr wenig Huminstoffen. Ein bisschen mehr, das ist nur 20. Und das war das, als ich mit JBL am Abend müde bei der Tropenhitze von 40 Grad in etwa einen Vortrag halten musste. Das ist keine Coca-Cola, das ist Originalwasser mit Huminstoffen, was wir an dem Nachmittag bei einem Felsentümpel gefunden hatten, voll mit toter organischer Blattmaterie, die dann ausgelaugt wird und so ein schwarzes Zeug macht. Oder selbst dieser See hier, wer ist das? Das ist der größte Süßwassersee auf der Welt, das ist der Baikal, mit dem Blick rüber nach dem mongolischen Teil von Sibirien, nach Burjatien. Und selbst der hat Huminstoffe. Wir haben das mal aufgetrennt. Das war ein Zufluss hier, das ist der Bereich, wo die Huminstoffe kommen. Das ist ein Zufluss und selbst dieser Baikal, der als destilliertes Wasser gilt, hat Huminstoffe. Und ich wette mit Ihnen, selbst diese geringen Mengen, das ist vielleicht ein Milligramm im Liter, ein Tausendstel Gramm im Liter, hat biologische Wirkung. Vernachlässigen Sie die nicht, wenn Sie an Ihren Teich gehen. Blattmaterial im Teich ist hervorragend, wenn es keine Nadeln sind. Wenn es richtige Laubblätter sind. So, global gesehen sind dunkle Gewässer, huminstoffreiche Gewässer mit einem pH-Wert unterhalb von 7, der dominierende Gewässertyp auf der Welt. Und was noch vielleicht jetzt im Zeitalter des Guinness-Buch der Rekorde interessant ist, diese tote organische Masse übersteigt auf Grundlage des Kohlenstoffes den Kohlenstoff in allen Organismen, von den Bakterien und im Meer bis zu den Walen, um den Faktor 10 und im Meer sogar um den Faktor 100. Und trotzdem gab es sehr wenige Arbeiten bisher, die sich mit dieser Materie und der Bedeutung in einem Ökosystem, in einem Teich, in einem Aquarium überhaupt befasst haben. So, kein Gewässer, und ich wette mit Ihnen, wenn Sie einen frischen Teich anlegen, innerhalb von einer Woche ist er huminstoffhaltig. Und das ist gut so. Und das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Es gab Huminstoffe, jetzt sage ich einen Fachbegriff, sind Geochemikalien. Oder wenn Sie es noch genauer wissen wollen, Biogeochemikalien. Aber Betonung auf Chemikalien. Und sie wirken wie Chemikalien. Und ich sage nochmal, das ist gut so.
wie natürliche Chemikalien. Nicht das, was wir als Pestizide versprühen, sondern sie wirken schon seit der Evolutionszeit, seitdem sich Tiere im Wasser entwickelt haben, gibt es diese Substanzen. Und die Tiere und Pflanzen, aber wir sind bei den Tieren, haben sich an diese Stoffe gewöhnt und mit diesen Stoffen entwickelt. Eine Koevolution hat stattgefunden. So, in alten Lehrbüchern steht drin, Huminstoffe werden nicht aufgenommen. Weder von Bodentieren noch von Wassertieren. Hier haben wir es mit einem großen Wasserfloh versucht und mit Huminstoffen aus einem Kompost, die wir mit einem radioaktiven Kohlenstoff markiert haben, um überhaupt dann zu verfolgen, ob das aufgenommen wird. Und innerhalb von 2 Tagen, sehen Sie, wird die Kurve flach. Das heißt also, es besteht ein Gleichgewicht zwischen innen und außen. Dieser Wasserfloh hat Huminstoffe aufgenommen und die stehen in einem chemischen Gleichgewicht mit den Huminstoffen außerhalb. Das heißt also, das Lehrbuch spinnt. Ist genauso falsch wie die alten Lehrbücher über Ernährung, wo drin steht, dass Spinat sehr eisenreich ist. Ja, die haben auch nur voneinander abgeschrieben, genauso meine Lehrbücher oder aus denen ich gelernt hatte. Alles Bullshit. So, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, ist erst durch Huminstoffe, und da kommen wir wieder auf meine Lieblingsgewässer in Südamerika zurück. Ich werde Ihnen ein bisschen genauer vorstellen. Erst die Huminstoffe ermöglichen ein Fischleben in diesen Gewässern. Denn diese Gewässer haben einen pH-Wert von 3 bis 4. Die Säure schmecken sie. Und nach den alten Lehrbüchern müssten die Knochen, also die Gräten, aufgelöst werden. Tun es aber nicht. Als nächstes zeige ich Ihnen, dass Tiere ganz bewusst zu den Huminstoffen hin sich bewegen, wenn sie die Wahl haben. Und dort erleiden sie einen Stress. Und dieser Stress ist positiv. Er verlängert das Leben. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, und das wird verrückt, wir ärgern die Mütter bei einer bestimmten Gruppe von Tieren, die sich nur parthenogenetisch, also über Jungfernzeugung vermehren, wenn es ihnen gut geht. Und den Kindern, den Töchtern geht es besser. Sie haben mehr Nachkommen, sie leben länger und sie können Stress besser wegstecken. Und das Letzte ist, das dürfte ein klassisches Beispiel sein, Huminstoffe wirken als Therapeutika gegen Krankheiten. So, Huminstoffe ermöglichen das Leben in einem recht ungemütlichen Süßwasser. Als ich eines der ersten Male in dem Bereich dieser Lagunen war, eine wunderschöne Lagunenlandschaft im schneeweißen Sand, pechschwarze Seen, wie hier, habe ich die brasilianischen Kollegen gebeten, macht bitte mal eine Bestandsaufnahme bei den Fischen. Hatten sie bisher noch nicht gemacht. Das, die linke Frau ist die Anna Petri, ist die Fisch. Danke dir, Engelbert. Die linke Frau ist die Fischexpertin. Und das andere ist Joao, der alle Arbeiten machen muss. Sie wussten nicht, was drin ist. War voll mit Fischen. Aber nur 2 Arten, weil es sich dort um eine sehr kleine Lagune gehandelt hatte. Je größer ein Ökosystem ist, desto mehr Arten kann es beherbergen. Aber diese kleine Lagune eben nur 2 Arten. Das ist der Orange von Rio und eine Pözilia-Art. So, bessere Arbeiten, das war nur eine Bestandsaufnahme, sind gemacht worden am Rio Negro. Und zwar unter anderem hier mit dem roten Neon. Und bekannt ist, auch dieser Fluss hat recht saures Wasser mit einem pH-Wert von 3,5, sehr niedrigen Calciumgehalten und relativ niedrigen Huminstoffgehalten, aber trotzdem leben dort mehr als 1000 Arten in dem Flusssystem. Und wenn Sie die Arten zusammenzählen, sind das mehr als im geochemisch vergleichbaren Kongo-Fluss plus Europa.
Das sind alles jetzt Fische, die sich mit diesem Säure- und Huminstoffstress auseinandersetzen müssen. Und das ist meine Überlegung jetzt evolutionsmäßig. Sie entwickeln immer wieder neue Techniken, mit diesem Stress klarzukommen. Deshalb werden es immer mehr Arten. Aber wie machen die das? Wie kriegen die zum Beispiel das Kalzium für die Knochen in den Körper rein? Und halten das große Ungleichgewicht mit viel Kalzium in den Fischen und wenig Kalzium außen fest. Sie können sich an zwei Fingern abzählen, das sind die Huminstoffe, die das machen. So, eine Kollegin aus Brasilien mit dem schönen brasilianischen Namen Matsuo, sie kommt aus Japan, hat einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich die Tiere Kalzium aufnehmen lasse. Und Sie sehen, das ist die Kurve hier, wenn ich keine Huminstoffe habe. Wenn ich Huminstoffe dazugebe, dann ist es relativ gleichgültig, ob es sauer ist oder nicht. Ich bekomme eine viel stärkere Anreicherung. Sie sehen, der rote Pfeil zeigt das, was dort angereichert wird. Das ist also das 3- bis 4-fache oder ja, das Dreifache von dem. Ich möchte Sie jetzt nicht mit den weiteren, Aline Matsuo hat da die Mechanismen diskutiert, die waren sehr konservativ. Ich habe mit ihr lange diskutiert, ob es nicht noch mehr Mechanismen gibt, molekularbiologische. Und sie sagte, Christian, du hast recht, es gibt noch mehr Mechanismen. Aber die erspare ich Ihnen. Jetzt sehen Sie nur, Huminstoffe ermöglichen, selbst Nährstoffe, die im Minimum vorliegen, gegen einen extremen Gradienten in dem Fischkörper aufrechtzuerhalten. Dasselbe hat Aline Matsuo auch für Kalium gemacht. So, Huminstoffe sind anziehend. Wir haben das mit unserem kleinen Wurm gemacht, der lebt schneller und sie brauchen in einem Land, wo die Bürokratie überbordet, insbesondere in Berlin, keinen Tierversuchsantrag zu stellen. Sie kriegen im Augenblick keinen Fischversuch in Berlin im ersten Anlauf genehmigt. Das dauert mindestens ein Jahr, bis es hin und her geht. Deshalb sind wir nachher auf die kleinen Würmer ausgewichen. Wir haben, diese kleinen Würmer sind Nematoden und die sind sehr hungrig. Sie fressen Bakterien und wir haben den Bakterienhaufen mit Huminstoffen ohne Huminstoffe angeboten. In der Mitte haben wir die Larven gelegt, nicht die alten, und haben dann gesehen, wo sind die meisten Tiere hingegangen und wo haben die sich dann vermehrt. Die sind innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von 3-4 Tagen haben die einen Generationszyklus abgeschlossen. Da kann man viel Studenten mit befassen und die können dann auch schnell was liefern. Komm. Okay, war das das? Irgendwas war jetzt nicht richtig hier. Es fehlt ein Bild. Es fehlt ein Bild. Die Mehrzahl der... Habt ihr das weggekleckt? Okay, dann muss ich das so erzählen. Die Mehrzahl der Larven geht in die Huminstoffhaufen hin und vermehrt sich dort und die Nachkommen auf diesen braunen Huminstoffhaufen die Nachkommenzahl ist sehr viel höher als auf den nackten Haufen. Und was das Verrückte ist, ich habe Ihnen vorhin gesagt, die Huminstoffe sind Biogeochemikalien. Ein schönes Wort, ich sage das so gerne. Und die Tiere, genau wie Sie, na jetzt habe ich Wasser hier, aber wenn Sie Alkohol trinken, ist das auch eine Fremdchemikalie, die Sie zu sich nehmen und der Körper muss sich unter Energieaufwand dagegen wehren. Er setzt, wenn Sie es wissen wollen, die Alkoholdehydrogenase ein. Ja? Und die Tiere, die jetzt hier Huminstoffe in den Körper aufnehmen, müssen diese Huminstoffe auch wieder verarbeiten. Und das kostet Energie. Und dafür, um
Alkoholdehydrogenase, das heißt, es ist ein Oxidationsprozess, es muss Sauerstoff bereitgestellt werden und das gibt Ihnen in den Tieren oder auch bei dir jetzt, Bernd, beim Trinken einen oxidativen Stress, einen Sauerstoffstress. Oder was, wenn das bei den Alterungspräparaten steht, es immer drin, gegen die Sauerstoffradikale oder irgend so etwas. Das ist alles der aktivierte Sauerstoff. Das passiert auch bei den Kindern, bei den Tieren. Diese Mechanismen sind uralt. Die wirken von den Bakterien bis zu den Menschen oder so. Ich muss nebenbei noch eine Geschichte erzählen. Ich habe bei meinem Freund, einem Chinesen in Kunming, in der Grundschule eine, um den Menschen zu charakterisieren, was der ist, eine Doppelstunde gegeben in der Grundschule. Auf Englisch, die Mutter hat es ins Chinesische übersetzt. Ich habe gefragt, es ging um Anpassung bei den Tieren an die Umwelt. Und habe dann gefragt, müssen die Menschen sich auch anpassen an die Umwelt? Sagt der eine, ja natürlich, wir sind ja auch Tiere. Der andere sagt, und das finde ich viel besser, nein, wir sind fortgeschrittene Tiere. Also, willkommen fortgeschrittene Tiere, aber für euch gilt das genauso. Wenn ihr was Fremdes zu euch nehmt, müsst ihr genauso das Zeug und das Sauerstoffaktivierung verstoffwechseln. Und das ist ein Stress. Aber die Tiere gehen hin. Die kleinen Tiere gehen hin. Und sie leben länger. Jetzt muss ich Ihnen diese Kurve erklären. Das ist die Lebensspanne hier von dem Tier. Dort oben leben 100%, hier lebt keiner mehr. Und hier haben wir verschiedene Mengen Huminstoffe dazugegeben. Das ist die Kontrolle. Und hier sind 50% der Tiere noch am Leben. Und Sie sehen, dass jede Zugabe von Huminstoffen die Tiere länger leben lässt. Obwohl sie Stress haben. Sie brauchen den Stress. Ich kann Ihnen auch erzählen, warum das jetzt so ist, warum das sein muss, aber das ist dann schon eine Vorlesung, wo früher auch meine Studenten ausgeflippt sind. Okay, wir können uns aber merken, wenn Sie eine Infektion haben, dann wirkt das Immunsystem mit den Antikörpern. Und das Immunsystem muss trainiert werden. Sie müssen Antikörper, Sie müssen eine Immunisierung gegen bestimmte Viren und Bakterien sich aneignen. Und genauso gut kann man sich vorstellen, das ist für die partikulären Eindringlinge. Jetzt können Sie die Huminstoffe als gelöste Eindringlinge ansehen. Und es gibt dafür auch ein Schutzsystem und auch das muss trainiert werden. Das ist das sogenannte Biotransformationssystem, Bernd, was bei deinem Bier jetzt gewirkt hat. So, das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Auch das Abwehrsystem gegen gelöste Stoffe muss trainiert werden. Und was ich Ihnen jetzt erspare, das müssen Sie einfach so glauben, auch Gene, sowas gibt es, die für Lebensverlängerung stehen, werden aktiviert. Wenn jemand das wissen will, welche das sind, können wir das hinterher im Zwiegespräch erzählen. So, ein Tier jetzt aus einem Teich, der große Wasserfloh lebt im Teich. Bei dem haben wir ähnliche Sachen gemacht. Wir haben Männchen genommen und den gegen steigende Mengen von Huminstoffen exponiert. Und auch der lebt länger. Die Männchen. Und was ich noch dazu erzählen muss, die sind, Männchen und Weibchen bei den Wasserflöhen, bis an ihr Lebensende potent. Sie können sich vermehren. Normalerweise machen die Weibchen das ohne die Männchen. Ja, sie machen es parthenogenetisch. Wenn es ihnen aber schlecht geht, brauchen sie die Männchen und beide zusammen produzieren Dauereier, die ganz starke Schale haben und die dann irgendwo an den Boden sinken und dort überdauern und irgendwann wieder aufwachen können, wenn die Lebensbedingungen besser sind. Also diese Dauereier überstehen schlechte Phasen. Und wenn das Männchen jetzt länger lebt unter Stress, dann ist die Chance, dass die Population sich jetzt über sexuelle Vorgänge vermehrt, sehr viel größer, als wenn da diese
keine Huminstoffe hat. Also auch das wiederum, dieser Stress, eine vernünftige Anpassung an schlechte Lebensbedingungen. So, das habe ich Ihnen jetzt hier gesagt. Die Chance zur Produktion von Dauereiern wird durch diesen Stress auf die Männchen vergrößert. Die Population insgesamt, ein Tier mag wegsterben, aber die Population insgesamt bleibt länger am Leben. Dasselbe haben wir mit diesem kleinen Wasserfloh gemacht, den wir aus Südamerika importiert haben. Aus einem dieser Lagunen. Er wird aber dummerweise als der japanische Wasserfloh beschrieben. Von einem Deutschen, der das Tier hier entdeckt hat in Europa und dann gesagt hat, das ist der japanische Kugelwasserfloh. Okay. Auch hier sehen Sie, das ist die Nullkontrolle und Sie sehen, das Kerlchen lebt zum Teil 30% länger. Das ist bei so einem Tier, was nur 2 Wochen lebt, eine ganz schön lange Zeit. Aber was Sie auch sehen, ist, dass hohe Konzentrationen, hier diese schwarzen vier Rauten, dass die nicht viel unterschiedlich sind als die Kontrolle. Also das mögen Sie nicht. Aber Sie mögen diese mittleren Konzentrationen hier. So, Huminstoffe machen fruchtbarer. Ach, das ist das jetzt hier. Ich habe das anders aufgebaut, Entschuldigung. Das ist das Bild mit dem Fadenwurm, der in den Huminstoffhaufen geht. Und das sind die Nachkommen ohne und das sind die Nachkommen mit den Huminstoffen. Sie sehen, dass der Stress nicht schadet. Die Tiere werden fruchtbarer. Was noch verrückter ist, wir haben das nochmal mit dem kleinen Kugelwasserfloh gemacht. Hier haben wir eine schöne Temperatur, die mag er schon eigentlich gar nicht. Und steigende Mengen von Huminstoffen und der wird extrem viel fruchtbarer. So, und was jetzt für Sie, wenn Sie sagen, Teich, der große Wasserfloh kommt zwar im Teich vor, aber der interessiert mich nicht. Mich interessieren die Fische viel mehr. Auch davon jetzt ein Beispiel. Nein, das ist immer noch der, Entschuldigung, ich bin noch beim kleinen Wasserfloh. Und zwar bei dem Kugelwasserfloh. Ich hatte Ihnen vorhin das Bild von den Lagunen gezeigt. Ich glaube, es kommt gleich noch eins. Die Lagunen liegen am Atlantik und der Atlantik bricht gelegentlich über diesen Strand in den Süßwasserbereich hinein und die Tiere müssen auch den Salzstress ertragen. Und Sie sehen hier die Lebensspanne von dem kleinen Wasserfloh ohne Huminstoffe, ohne Salz, da leben sie 10 Tage, 50%, also Median heißt das. Wenn Sie Salz dazu und keine Huminstoffe. Wenn Sie nichts haben, klares Wasser, dann lebt er im Mittel 13 Tage. Wenn Sie jetzt Salz dazu geben, lebt er nur 10 Tage. Und wenn Sie jetzt Huminstoffe und Salz dazu geben, lebt er so lange wie die Kontrolle. Das heißt also, die Huminstoffe bewirken, dass die Tiere den Salzstress wegstecken. Sie entwickeln eine mehrfache Stressresistenz. Und hier ist das Bild nochmal, der Atlantik drängt oft in diese Lagune rein. Und was das Verrückte ist, die Tiere geben ihre Stressresistenz an die Kinder weiter. Wir haben hier nur die Mütter gegen Huminstoffe exponiert, nicht die Töchter. Und wir haben die Töchter bei beiden, hier ohne Huminstoffe, mit Huminstoffen, nur die Töchter gegen Salz exponiert. Jetzt wie in dieser Lagune eben. Und Sie sehen, die Tiere von Müttern, die nie Huminstoffe gesehen haben, haben 3 Nachkommen pro Brut im Mittel und die anderen haben 5,5. Sie werden also fruchtbarer, die Stressresistenz wird von den Müttern an die Töchter weitergegeben und die Töchter haben nie Huminstoffe gesehen. Ich kann Ihnen den Mechanismus erzählen, nur wenn Sie es wissen wollen, sage ich es Ihnen, es ist ein epigenetischer Mechanismus. Diese Arbeiten von uns und von den Brasilianern
hat eine junge Australierin aufgenommen und hat irgendwelche Caridinenarten genommen und die gegen eine noch schlimmere Wasserqualität gesetzt, als wir es gemacht haben, nämlich Bergbauabwässer. Die sind erstens sauer und zweitens haben sie jede Menge Schwermetalle drin. Ja, so Kupfer, was weiß ich, Cadmium. Und Sie sehen, wenn Sie Huminstoffe dazu tun, dort oben haben Sie kein AMD. AMD heißt Acid Mine Drainage, saures Bergbauabwässer. Und wenn Sie Huminstoffe dazu tun, sehen Sie, dass die Tiere länger leben als Tiere, die hier fast nur noch den sauren Kram von dem Bergbau abbekommen haben. Das heißt also, selbst solche extremen Wasserqualitäten können weggepuffert werden. So, und jetzt zeige ich Ihnen mein Beispiel, was ich Ihnen vorhin für einen Teich erzählen wollte. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Und damit bin ich auch gleich zu Ende. Also ich mache zu gerne was zeigen, insofern war ich zu dicht an der Wand. Insofern, na gut, so eine Technik hat man an der Universität nicht. Die ist also ein bisschen herkömmlicher. Mein Lieblingsbeispiel mit den Fischen. Wir haben den Schwertträger geärgert. Schwertträger ist lebendgebärend und wir haben die Jungen sofort nach dem Schlupf isoliert und in steigende Mengen von Huminstoffen reingetan. Und dann, hier sehen Sie die Kontrolle und hier sind die huminstoffhaltigen Expositionsgefäße. Und wir haben sie 14 Tage lang extrem geärgert. Wir haben die mit dem Kescher im Aquarium gejagt, also um einen Fraßdruck, das Jagen von irgendwelchen Raubfischen auf diese kleinen Fische zu simulieren. Und was Sie ganz schnell sehen hier, ist, ohne Huminstoffe haben die Tiere sich kaum noch entwickelt, sind nicht mehr gewachsen, links ist das Gewicht aufgetragen. Aber selbst mit der geringsten Menge an Huminstoffen, und 5 Milligramm sehen Sie kaum mit dem bloßen Auge, hat dazu geführt, dass sie sich sofort wieder weiterentwickelt haben. D-Band bitte nicht berühren. Ja, dann gib mir doch mal einen Stock. Dann berühren Sie es auch. Nee, okay. So, jetzt noch 2 Bilder gegen Krankheiten. Wir haben wieder mit unserem kleinen Wurm die Huminstoffe aus aus dieser ganz schwarzen Lagune, wo wir zum ersten Mal die Fische angeschaut haben, angeschaut und wir haben geguckt, gibt es ein Gen, was ganz zentral für die Gesundheit steht. Ein Gen, was im normalen Sprachgebrauch als der Krebswächter gegen Krebskrankheiten steht. Wird das aktiviert? Ja, es wirkt aktiviert und Sie sehen, dass das zumindest bei der Lagoa Atolero in einer wunderbaren Dosis-Wirkungsbeziehung verläuft. Je mehr Huminstoff ich gebe, desto stärker ist das Gen aktiviert. Bei der Comprida ist das nicht ganz so gut. Das heißt also, wenn dummerweise entwickelt der Wurm keinen Krebs. Aber glücklicherweise steht dieses Antikrebsgen so zentral, dass es auch die Immunstärke erhöht, die Antikrankheiten, die Resistenzen gegen alle Krankheiten verstärkt, sodass man sagen kann, Huminstoffe stärken die Gesundheit. So, huminstoffgestärkte Fische sind gegen alle Krankheiten resistenter als Fische aus einem Leitungswasser. Leitungswasser ist gefiltert über den Untergrund meistens und hat keine Huminstoffe. Und das ist die multiple Stressresistenz. Jetzt mache ich, jetzt beeile ich mich einfach. Ein paar Beispiele, um Ihnen zu zeigen, dass Sie auch akute Krankheiten behandeln können. Wir haben links Nekrosen der Rücken- und Schwanzflosse nach einer Sapolegnia-Infektion. Und Sie sehen, wie schnell dann die Kiemen und auch die Flosse, Rückenflosse und Schwanzflosse kaputt gehen. Und wenn Sie die mit Huminstoffe baden, gehen diese Entzündungen relativ rasch zurück und die Tiere erholen sich.
So, was Sie vielleicht gelernt haben können, ist, Huminstoffe sind verantwortlich dafür, dass selbst ungemütliche Gewässer besiedelt werden können und auch Abwässer, ungemütliche Abwässer toleriert werden können. Sie, Huminstoffe vermitteln eine mehrfache Stressresistenz, auch bei ganz niedrigen Konzentrationen. Ich habe Ihnen jetzt nicht alles gezeigt, was wir an Experimenten gemacht haben. Wir haben es auch mit solchen Konzentrationen gemacht, die man nicht mit bloßem Auge sehen kann. Und Huminstoffe verlängern das Leben. Die mehrfache Stressresistenz wird auf die nachfolgende Generation weitergegeben. Und morgen werde ich erzählen, dass selbst gute oder schlechte Nahrung bei den Fischen auf die nachfolgende Generation weitergegeben wird. Über epigenetische Mechanismen. So, und was ich zum Schluss gezeigt habe, ist, dass Huminstoffe insgesamt die Gesundheit oder die Resistenz von Organismen stärken können. Und braune, huminstoffreiche Gewässer sind schön. Selbst ein brauner Gartenteich sollte man inzwischen als schön begreifen und nicht als schmutzig oder die Blätter immer wieder rausreißen, die dort im Herbst reingefallen sind. Und ich habe meine eigenen Schlüsse daraus gezogen. Jetzt kommt er nicht. Wir haben selbst in dieser Lagune gebadet und ich hoffe, dass ich dadurch meine Resistenz gestärkt habe. Ich bin jedes Mal gesund aus Brasilien zurückgekommen. Ich danke Ihnen.